Schönen guten Morgen und einen wunderschönen 1. Mai für euch. Ich habe die Babys gerade rausgelassen. Frühstück steht da. Und als Dessert gibt es heute einen schönen Fleischknochen. Also es ist wieder Kalbsbrustbein mit Knorpel viel und kaum Knochen. Und sieh da, die lassen das schöne Frühstück einfach stehen und haben sich all den Knochen geholt. Und allen voran, Irene. Charlie, sag mal deinem Frauchen guten Morgen. Ah ja, das Stück Knochen ist diesmal mitgekocht. Das habe ich gestern, als ich das Butterfleisch gekocht habe, für uns alle, habe ich den Knochen gleich mit reingetan. Irene, guten Morgen. Guck mal, dein Charlie frühstückt. Jepa. Ja, du auch, Schatzi. Und Lucy hat den Knochen weggenommen. Lucy, bleib mal stehen damit, die wollen doch auch. Charlie, dein Frosch schickt dir Herzchen. Das ist ein Stück Kalbsbrustbein, das habe ich gestern mitgekocht. Das heißt, also es ist fast nur Knorpel und Sehnenfleisch und so. Total weich für die Zähne und ist trotzdem gut für den Kautrieb. Pünktchen, hey, klasse. Und wieder Charlie vorne. Und Momo kommt jetzt auch mit ins Gewühl. Hallo Roland, guten Morgen. Macht nichts, Irene. Wenn du willst, kannst du von mir welches mitnehmen dann.
Egal wie, Charlie schafft immer wieder, dass es alleine hat. Es ist übrigens ein gutes Training für die Hunde, dass die nicht eifern, wenn ein Knochen und mehrere Hunde sind. Ja, wir freuen uns auf euch, Irene. Wenn du noch irgendwas an Fleisch willst, dann sag's bitte einfach, weil ich bestelle jede Woche bei denen. Charlie, du bist klasse. Weil ihr seid alle klasse. Irene, hast du das wieder gesehen eben? Das ist so super. Oh, jetzt ist Ende auf den Geschmack gekommen. Ein Pünktchen ist aber auch immer ganz wacker mittendrin. Oh, Pünktchen, wo gehst du hin? Hast du gesehen? Pünktchen hat den Knochen gebitzt und geht ins Hundeloch. Nix da, Charlie nimmt ihn wieder ab. Ach, das ist schön, da könnten wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Ja, aber ich werde mir jetzt auch ein kleines Frühstück gönnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bestimmt heute Mittag. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Irene, bis dann. Tschüss.